Aus der Reihe Fakten über Dirk. Mein Team hat gesagt, Dirk, sag doch mal was zu deinem ersten Auto und die Geschichte dahinter. Mein erstes Auto habe ich mir mit 19 gekauft. Also, die Geschichte ist noch ein bisschen anders. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es den Führerschein auf Probe gibt. Und da habe ich gedacht, Führerschein auf Probe, so ein Mist, da habe ich keine Lust drauf. Und es sind irgendwie 6 Wochen Zeit gewesen, bis dass dieses Gesetz in Kraft tritt oder diese Regelung in Kraft tritt. Und dann bin ich zur Fahrschule gegangen, bei mir im Ort, und habe zu dem Fahrlehrer gesagt, schaffen wir das, dass ich noch einen normalen Führerschein kriege, ohne die Nummer mit der Probe? Sagt er, naja, müsstest du innerhalb von 4 Wochen machen. Ja, sage ich, 4 Wochen, ist das ein Problem? Nee, sagt er, ist kein Problem. Kriegen wir hin. 10 Fahrstunden Auto, 10 Fahrstunden Motorrad und theoretische Prüfung. Alles klar, los geht's. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb von 4 Wochen meinen Führerschein gemacht. Das war auch easy. Gut, ich habe den Grundsatz, man geht nicht in die Fahrschule, um Autofahren zu lernen. Das lernst du vorher woanders. Oder Motorradfahren, das lernst du vorher woanders. Du gehst nur in die Fahrschule, um die Pflichtdinger zu machen, um die Prüfung zu machen. So, also innerhalb von 4 Wochen den Führerschein und dann ging es darum, das Auto. Mein erstes Auto war ein 15 Jahre alter, hellblauer VW Bulli. Also mit Dreier-Sitzbank vorne, 3 Personen durften vorne sitzen und hinten extrem viel Platz. Also eigentlich so ein Campingbus, aber ohne Aufbau. Und der war innen drin auch leer. Als ich den gekauft habe, war nur die Dreier-Sitzbank, mehr nicht. So, der hat gekostet 1500 Mark. Und ich war dafür arbeiten und habe den Wagen aus eigener Tasche bezahlt. So, warum nicht den Führerschein oder auch das Auto von den Eltern bezahlen lassen? Weil es sich anders anfühlt. Weil es, wenn du selbst dafür arbeitest, hast du eine ganz andere Wertschätzung. Und dieses Mindset, dieser Glaubenssatz, der zieht sich durch mein ganzes Leben. Ich habe nie Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe bekommen. Ich habe nie was vom Staat bekommen. Ich habe aber auch mir nie was vom Staat holen wollen. Also ich habe mir nie als Unternehmer Subventionen geholt oder sowas. Nie. Jetzt sagen viele natürlich, ja, schön doof, hättest du mal besser gemacht. Du kriegst doch alles Mögliche gefördert. Ja, aber es ist was anderes, ob du es aus eigener Kraft schaffst oder ob du Hilfe hast. Das Gleiche gilt für unsere Teilnehmer in unseren Veranstaltungen. Dir gibt es für die Vertriebsoffensive Studentenpreise? Nein. Wir haben Aktionspreise und die sind günstig genug. Nein, es gibt keine Studentenpreise. Wieso solltest du als Student für das gleiche Wissen weniger zahlen als andere Teilnehmer? Erklär mir das mal. In Deutschland ist einfach es ist ein Vorteil, aber es ist auch ein Nachteil. Es ist der Vorteil, dass der Zugang zur Bildung in der Regel gratis ist. Also jetzt reden wir nicht über Studiengebühren, ja, aber Schule ist gratis, Kindergarten ist gratis in der Regel, Universität ist gratis. Und weil alles gratis ist, wird es nicht so gewertschätzt. Mein Auto selber bezahlt hat eine andere Wertschätzung erfahren von mir, als wenn ich es geschenkt bekommen hätte. Und das ist ein Auto gewesen, was eben 15 Jahre alt war. Ich musste da ständig dran rumschrauben, damit es halbwegs fuhr. Ja, aber es gibt eine andere Wertschätzung. So, das Gleiche ist, Dirk, kann ich bei dir Bildungschecks einlösen für deine Seminare? Nein, kannst du nicht. Will ich nicht. Geh zur Industrie- und Handelskammer. Geh zu anderen Bildungsanbietern. Aber wenn du zu mir kommst, dann zahlst du den vollen Preis. Ja, wir würden gerne mit der Firma kommen und wir würden gerne die Förderung des Landes in Anspruch nehmen. Dirk, dazu müsste der Bestsellerverlag ein paar Formulare ausfüllen. Machen wir nicht. Such dir einen anderen Anbieter. Es ist mein Mindset. Du musst das nicht teilen.
Aber es ist mein Mindset, was mich erfolgreich macht, dass ich Eigenverantwortung übernehme für mein Handeln und mich nicht auf den Staat verlasse oder auf andere. Das hat mich erfolgreich gemacht. Und deswegen bin ich dann vom VW-Bus, der 1500 Mark gekostet hat, irgendwann zum Porsche Cabrio gekommen. Und noch ganz andere Autos hatte ich davor. Ja? Also wenn wir es jetzt am Auto festmachen. Also nochmal, schaffe es aus eigener Kraft. Und du wirst ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben. Du wirst ein ganz anderes Auftreten haben. Weil du dir auch immer selber beweist, dass du es kannst. Das ist extrem wichtig. Woher kommt Selbstvertrauen? Indem du dir selbst bewusst bist. Woher kommt Selbstbewusstsein? Indem du es dir selber bewiesen hast, dass du es schaffst. So, lass uns diskutieren. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Subventionen, Förderungen, Zuschüsse. Wie stehst du dazu? Und was war dein erstes Auto? Ich bin neugierig. Hey, und wenn dir das jetzt gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Gerne unten einen Kommentar, dass wir ein bisschen interagieren können. Und aktivier die Glocke. Hier unten gibt es die Glocke. Und du erfährst immer dann, wenn es ein neues Video gibt, automatisch von den News. Also, lass uns interagieren. Liebe Grüße, fette Beute.